Hallo mein Freund, Flavio Simonetti hier. Heute geht es um ein ganz anderes Thema, nicht spezifisch das mit Fitness zu tun, aber irgendwie doch komplett. Und zwar geht es um ein politisches Thema, um Artikel 13, der unser Leben in Europa vielleicht für immer verändern kann. Um die Urheberrechte, um die Kreativität der Leute zu sichern oder zu garantieren. Dazu gibt es zwei verschiedene Meinungen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die eine Meinung ist sozusagen, ab 2019, wenn das Ganze durchgeht, was die EU da beschließen will, kann es sein, dass es die Social Media, so wie sie aktuell vorhanden sind und die Möglichkeiten, die wir haben, nicht mehr geben wird. Die andere Meinung sagt, naja, macht euch keine Sorgen, wie bei der DSGVO damals, wird eine riesen Panik gemacht und am Schluss passiert doch nichts. Ich habe mir dazu zwei Videos angeschaut. Einmal ein Video von Wissenswert, das war sozusagen das erste Video, was jetzt in den letzten paar Tagen sehr viral ging. Und da wird das Ganze sehr, sehr drastisch auch dargestellt, was da alles passieren kann. Und dann gibt es ein zweites Video, was aktuell in Trends ist, auf Platz 1. Und das ist von Mr. Wissen2Go, der im Grunde genommen genau in die andere Richtung geht und sagt, es wird da zwar einiges passieren, aber macht euch da nicht so viel Sorgen. So ist der Kontext zu diesem Video. Ich werde euch jetzt mal ein paar Punkte zu diesen beiden Videos erzählen und am Ende meine Meinung. Wir kommen als allererstes zum Wissenswert. Das allererste Video, was auf YouTube die letzten paar Tage war und das richtig durch die Decke ging und eine richtige Panik ausgelöst hat. Viele YouTuber haben darüber ein Video gemacht und ich war danach auch erst richtig panisch. Hab dann sogar geguckt, was YouTube sagt und die haben das wirklich ähnlich gesagt. Und der Kontext dieser ganzen Geschichte ist, es kann passieren, wenn dieses Gesetz durchgeht, dass einschneidende Ergebnis sein wird für viele Menschen und natürlich auch für uns Fitness-YouTuber. Das bedeutet letztendlich, was sie sagen, wenn das so eintrifft, werden wir letztendlich die alten Videos, die wir in den letzten 9 Jahren gemacht haben, werden gelöscht. Alle anderen Videos werden wahrscheinlich auch gelöscht und YouTube ist ein Stück weit Thema Null, wenn man natürlich die Verleger und die Fernsehsender rausnehmen und dann werden wahrscheinlich 80% oder 90% der Videos rausgelöscht, wo man nicht wirklich sagen kann, ob da Urheberrechte verletzt wurden. Das ist sozusagen der Kontext von Wissenswert. Das andere, das hat jetzt komplett in die andere Richtung geschlagen. Mr. Wissen2Go geht natürlich jetzt in die komplett andere Richtung. Ich sage, sehe das Ganze nicht so eng. Damals mit der GEMA gab es auch Riesenprobleme und wir haben zwar jahrelang keine GEMA-pflichtige Musik, aber irgendwann gab es da auch die Einigung, das wird schon irgendwie sich einpendeln und natürlich die Politik hat das Ganze sich jetzt nochmal angeschaut und festgestellt, okay, wir müssen das Ganze nochmal überarbeiten. Also wie es bei der Politik normalerweise der Fall ist, man macht einen Gesetzesentwurf und dann wird das Ganze nachjustiert und dann kommt irgendwann ein Gesetz raus. Ja, wir kommen jetzt zu meiner Meinung, wie sehe ich denn das Ganze? Und das sehe ich gar nicht so einfach, denn ich sehe das natürlich aus 2 oder 3 Perspektiven. Natürlich einmal, wie hat das Ganze früher angefangen? Früher habe ich im Jahr 2009 mein erstes Video gemacht und ja, früher gab es noch nicht wirklich viel. Das Fitnessthema war relativ frisch. Es gab nur Bücher, die im Endeffekt Inhalte präsentiert haben oder Zeitschriften und Fernsehsendungen. Also so, wie es sein könnte im Worst Case. Das heißt, wenn kreative Leute einfach ausgeschnitten werden, wenn sozusagen YouTube sagt, okay, jetzt sind wir sozusagen dafür verantwortlich, wir können es aber gar nicht mehr stemmen und uns sozusagen außen vor nehmen. Also sehe ich das schon mal sehr, sehr kritisch. Denn die Gefahr besteht durchaus, dass dieser Upload-Filter, diese Art und Weise der Filterung kommen kann und kommen muss, wenn wirklich da ein Beschluss in die Richtung geht. Und das sehe ich überhaupt nicht leicht, weil das würde bedeuten, dass auch alle alten Videos in den letzten 9 Jahren komplett gelöscht werden. Nicht nur von mir, sondern von allen Fitness-YouTubern, von YouTube und ganz viele Inhalte einfach so gelöscht werden. Also das wäre wirklich ein ganz schlimmer Worst Case, den ich mir in einem Fall vorstellen kann. Das zweite, was überhaupt nicht schön wäre, wäre natürlich, dass kleine Leute, die mit YouTube anfangen, überhaupt nicht mehr mit berücksichtigt werden können, weil einfach durch diese unglaubliche Datenmenge, die YouTube und Instagram und alle anderen, die jetzt dafür verantwortlich gemacht werden, haben, die müssen ja erstmal filtern. Kleine Leute haben natürlich noch nicht so viel Ahnung, auf was sie alles achten müssten und hauen dann Videos raus. Und YouTube, Facebook, Instagram und Co. wissen natürlich, dass da eine viel, viel größere Gefahr bestehen würde, dass da eine Rechtsverletzung stattfindet. Das bedeutet, dass kleine Leute gar nicht erst die Chance haben, da reinzukommen. Und es wäre wirklich traurig, denn wenn ich überlege, dass damals gar nicht mehr Leute dazugekommen wären, wäre ich in meiner Art und Weise total langweilig gewesen. Ich hätte mich gar nicht weiterentwickelt. Nur durch die Weiterentwicklung von neuen Fitness-YouTubern habe ich mich auch weiterentwickelt.
Und wenn man sich vorstellt, dass im Endeffekt dann mal irgendwann sagt, okay, ab Mitte 2019 werden sozusagen nur noch die drin sind, die Großen werden drin bleiben, weil da kann man Rahmenverträge machen und alle anderen Kleinen fliegen raus. Das wäre natürlich eine absolute Katastrophe, finde ich persönlich. Punkt Nummer 3 ist natürlich die freie Meinungsäußerung. Das bedeutet, dass man, wenn so ein Filter etwas kommen sollte, wo im Endeffekt filtert, ob die Informationen urheberrechtsverletzend sind, kommt, dann ist es natürlich umso schwerer. Der erste Schritt ist sozusagen ein Filter. Der zweite Schritt könnte sein, dass gewisse Meinungen gar nicht mehr veröffentlicht werden. Das heißt, wir entwickeln uns eigentlich in eine komplett andere, falsche Richtung hin, dass wir diese Meinungsäußerung, die ja eigentlich unsere ganze Nation, auch die EU ausmacht, gar nicht mehr wirklich tragen könnten. Vielleicht nicht dies nächstes Jahr, auch nicht übernächstes, aber das könnte ein schleichender Prozess sein, weil wenn das gefiltert wird, was ich sage, dann weiß es ja sozusagen niemand mehr. Und dann sind wir da angekommen, was vor YouTube, vor Facebook, vor Instagram war. Das heißt, wir sind informationstechnisch extrem eingeschränkt. Und schau dir am besten beide Videos an, die ich dir unten verlinkt habe. Eines ja, mehr in die eine Richtung, das andere mehr in die andere Richtung. Ist wichtig zu wissen, das eine ist mehr von ARD und ZDF gesponsert. Das andere ist natürlich eher in die andere Richtung, sehr radikal Richtung YouTube. Schau es dir an, bilde deine eigene Meinung. Mein Wunsch wäre es natürlich, wenn du aktiv wirst. Das heißt, geh auf einen Link drunter, das sind die EU-Abgeordneten in Deutschland. Du kannst nach Bundesland sortieren, klick drauf und such dir dein Bundesland raus und schreib dir an mit einem kleinen Text, wo du einfach sagst, warum es dir so extrem wichtig ist, dass sich dort was ändert. Das würde, glaube ich, extrem weiterhelfen und wir werden hoffentlich nächstes Jahr einen Schritt weiter. Mach's gut, dein Flavio Simonetti.